Ich grüße Sie alle sehr herzlich zur letzten Plenarsitzung vor der Weihnachtspause. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich auf eine friedliche Sitzung. Ja, ja. Friede auf Erden heißt auch in Hessen. Wir gehören auch dazu, auch für den Hessischen Landtag. Wir sind beschlussfähig, und wir haben noch geringfügige Tagesordnungspunkte 12, 13, 15, 17 bis 28. 30 bis 43, 46, 47, 49 und 60 bis 68. Es ist noch eingegangen ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend bundesweit einzigartiges Landesprogramm Sport und Flüchtlinge. Das stellt weiteren wichtigen Baustein für die Integration dar, Drucksache 19/2997. Dringlichkeit wird bejaht. Jawohl. Dann wird dieser Antrag Top 73. Wenn nicht widersprochen wird, kann mit Top 63 zur Aktuellen Stunde aufgerufen werden und ohne Aussprache abgestimmt werden. Machen wir so. Jawohl. Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute bis maximal 18 Uhr bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Anträgen für die Aktuelle Stunde, Top 60 bis 64, 5 Minuten je Fraktion. Nach 63 ist die Abstimmung über den Antrag, den ich eben bekannt gegeben habe. Es fehlen heute entschuldigt ab 10 Uhr unser geschätzter Ministerpräsident Volker Bouffier, ab 14 Uhr der Herr Staatsminister Al-Wazir und ganztägig die Frau Staatsministerin Lucia Puttrich. Und ab 14.30 Uhr die Frau Staatsministerin Priska Hinz. Es sind erkrankt und entschuldigt die Frau Vizepräsidentin Ursula Hammann, die Frau Abg. Martina Feldmeier, der Abg. Jürgen Banse, die Frau Abg. Andrea Ypsilanti und der Abg. Norbert Schmidt. Gibt es sonst noch irgendwelche Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Dann kurz zum Fußball, meine Damen und Herren. Es war ja kein erfolgreiches Wochenende für unsere Mannschaften. Die Eintracht hat verloren. Darmstadt, ja, da hat einer geklatscht. Ja. Nein, nein, nein. Die Eintracht hat gegen Schalke, oder? Also, Eintracht hat verloren, Darmstadt hat auch verloren, Offenbach hat nicht verloren, meine Damen und Herren. Ja, die haben allerdings auch nicht gespielt. Und da wir hier neutral sind, dem Föderalismus verpflichtet, wollen wir doch unseren Bayern herzlich gratulieren zur Herbstmeisterschaft. Ne? Bitte. So. Da musst du ein bisschen über dem Kram stehen. Ich will aber auch unsere Landtagsmannschaft noch einmal ganz herzlich danken. Sie ist sicherlich ein besonderer Sympathieträger für den Landtag und für unser Land. Und dafür gebührt die Anerkennung. Sie verbreitet Freude. Sie geht nicht immer an die Grenze ihres Könnens und verhilft damit selbstlos auch den gegnerischen Mannschaften zu Erfolgserlebnissen. Meine Damen und Herren, wir hatten in der Bilanz sechs Spiele in diesem Jahr. Wir haben zwei sehr deutlich gewonnen und haben vier nahezu, also fast gewonnen. Das Torverhältnis war auch beachtlich 17 zu 26. Torschützen, ein Tor, Marius Weiß, warum auch immer. Hier steht auch ein Tor, Staatssekretär im Kultusministerium, Dr. Manuel Lösel. Wie hast du denn das gepackt? Also das ist, und ein Tor, Turgut Yüksel. Ja, ja. Zwei Tore der Sebastian Hott und Simon Brun, vier Tore der Christian Losch und wer steht ganz oben? Vier Tore Markus Bocklet. Herzliche Gratulation. Den sollten Sie einmal bei der Eintracht einsetzen. Aber ganz an der Spitze steht unsere Katze von Nordhessen, Marc Weinmeister im Tor. Er hat ganz allein mehr Tore eingefangen, als alle von uns geschossen haben. Und dazu wollen wir ihm herzlich gratulieren und danken für seinen Einsatz in schweren Stunden. Der Ingmar Jung hat es dann übernommen.
Marc hat sich dann gesundheitlich etwas abgemeldet. Und Ingmar Jung war bei den letzten beiden Spielen im Tor, wenn ich das richtig sehe. Da haben wir sogar gewonnen. Und ein abschließender Dank, liegt mir auch am Herzen, geht an die Betreuung. Einmal von der Verwaltung Michael Vatte, der die Mannschaft ja gut betreut, und unseren beiden Coaches und Betreuer Wolfgang Decke und Günter Rudolph, zwei gestandene Sozialdemokraten und auch sonst klaren Verstandes. Ihnen gilt besonderer Dank und Anerkennung. Aber ich glaube, insgesamt können wir zum Jahresende hier in guter Stimmung sagen, unsere Mannschaft ist ein großer Sympathieträger und dafür allen, die sich daran beteiligen, ein herzliches Wort des Dankes. So, damit könnten wir eigentlich die Sitzung beenden. Ja, fast mehrheitsfähig.